So, herzlich willkommen zum Beispielvideo. Ich muss jetzt hier kurz mein Bild hier richtig reinsetzen. Das ist hier. Oh, das ist. Ah, damn. Hi, Daddy. So. I hope you are fine. So. Ich vermute jetzt, dass er tatsächlich ein Pirate Warrior ist, obwohl es, glaube ich, eigentlich nicht. Eigentlich, ich habe jetzt ganz bewusst die Legendenliga genommen, um zu zeigen, dass das halt immer noch so ein Ding ist. Werden wir jetzt sehen. Ich habe auch gleich Alones gezogen. So, congratulations for Legend. I saw you did it in like 2 days. Also er hier ist halt jemand, den ich sehr gerne mag. Er spielt tatsächlich Pirate Warrior, so habe ich ihn auch früher kennengelernt. Und das Ding ist, dass halt Secret Mage immer noch voll aktuell ist, immer noch sehr hart ist. Er hat eigentlich schon echt Kacke, dass er ihn gezogen hat, aber okay. So, mit was kommt er jetzt? Waffe? Piratenwaffe? Ja, genau. Macht total Sinn. Und jetzt ist halt die Frage, wer kann besser ins Gesicht prügeln, ne? Und ich würde mal vermuten, dass ich das bin. Als ich viel Big Priest und so gespielt habe, da habe ich auch ihn hier gehasst, weil man konnte ihn nicht entfernen, er macht viel Schaden ins Gesicht. Und ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie es wirklich laufen soll, aber der Anfang sieht schon mal echt nicht schlecht für mich aus, so. Also schon, dass er Patches auf der Hand hatte, ist schon alles so ein Riesending. So, und also ihn hier mag ich sehr, sehr gerne. Ist ein, ich nenne ihn immer Daddy, der hat mich auch einmal durchgelassen als Legende. Heißt ja mein Video, wie man Legende wird mit Vitamin B oder so. Und da habe ich schon mal das perfekte Geheimnis, was ich hier in diesem Aggro-Matchup brauche. Auf jeden Fall, obwohl er hyperaggressiv ist, kann er gar nicht spielen. Ich habe hier so viel schon stehen. Wenn er jetzt nicht zwei Kanonen rausholt, die dann hier echt alles wegballern, dann ist das Ding gelaufen für ihn. Im Legendenrang, okay, Pirate Warrior ist halt auch immer noch so ein Teil und jetzt chatte ich auch mit ihm, was ihn wahrscheinlich auch ein bisschen ablenkt. Aber Secret Mage ist immer noch ein hochgefährliches Deck, was man echt bis in den Legendenrang hinein immer noch trifft. So. Und ich meine, jetzt seht ihr, okay, er hat ein bisschen Pech gehabt jetzt, aber ihr seht eigentlich gleich, was man mit Pirate Warrior machen kann. Und da ist ja echt das hier auch so ein entscheidendes Tool, was man einfach hat. Weil er muss so viele Sachen haben. Also so viele, er muss so viele Piraten hier, hießen die Sea Captains oder so, Seekapitäne, damit seine Minions überhaupt über 3 Leben haben. Das heißt, wenn er jetzt viel hat, ja, jetzt geht er bestimmt auf den 4-3er, genau, macht Sinn. Statt dass er mir ins Gesicht haut, was er eigentlich machen will, ja. Also das ist schon das Ding. Und dieses Geheimnis zu umgehen als Agro-Deck ist schon echt schwierig, muss ich sagen. Also, dass man Cards like Tears I cried all day. I am sorry for you, Daddy. Do you want the win? So, I owe you something. So, ja, okay. Auf jeden Fall, er hat aufgegeben. Ist jetzt ein schnelles Beispiel. War auch abzusehen. Ich hatte Alones. Ich meine. Ich meine, da kann er wirklich nicht viel machen. Es ist schon am Anfang scheiße gelaufen für ihn. So, das war Beispielvideo Nummer 1. Super, super schnell. Und dann geht's halt gleich weiter mit Video 2.